Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegin Lindholz, Ihre Kritik, was Sie hier eben gesagt haben, ist an den Haaren herbeigezogen. An den Haaren herbeigezogen. Und Ihr Motto bei diesem Problem, über das wir hier heute reden, morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle ideologisch verbohrten Leute, Frau Lindholz. Ja? Das hier heute ist ein gesellschaftlicher Meilenstein, zu dem Sie nicht in der Lage waren. Die größte Wirtschaftsbremse in diesem Land lösen wir hier heute. Wir gehen den Fachkräftemangel, der sich derzeit in vielen Bereichen der Wirtschaft so schmerzhaft zeigt, mit wirksamen Maßnahmen an. Und wir setzen damit in die Tat um, was Unternehmen überall im Land, ob kleine oder auch große, seit Jahren und Jahrzehnten immer und immer wieder von der Politik eingefordert, erwartet, ja, ersehnt haben. Wir stellen hier heute die Weiche, um Deutschlands Attraktivität als Einwanderungsland deutlich zu erhöhen und unseren Arbeitsmarkt im Wettbewerb mit anderen erfolgreichen Einwanderungsländern wie den USA endlich konkurrenzfähig zu machen. Und das ist eine wichtige und gute Sache, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Einwanderung zum Arbeiten und zur Ausbildung wird über verschiedene Ansätze erleichtert, Frau Lindholz. Ganz konkret schaffen wir das, indem das neue Einwanderungsgesetz berufspraktische Erfahrungen in allen Branchen berücksichtigt und den Zugang für Fachkräfte zum deutschen Arbeitsmarkt für all diejenigen vereinfacht, die bereits einen Arbeitsvertrag mit Arbeitgebern in Deutschland abgeschlossen haben. Und mit der Chancenkarte erhalten Menschen Zugang zum Arbeitsmarkt auf Basis eines transparenten Punktesystems. Und das alles zeigt, wir packen als Ampel die Herausforderungen an mit zielgerichteten, wirksamen und pragmatischen Ansätzen. Und das ist ein wichtiger und überfälliger Schritt, meine Damen und Herren. Die Ampelfraktionen konnten in einem sehr konstruktiven und intensiven parlamentarischen Prozess noch wesentliche Verbesserungen erreichen. Die Bundesinnenministerin hat es gesagt. Und das ist ein ganz entscheidender Schritt, über den wir uns, das darf ich sagen, als Grüne ganz besonders freuen, ist der Spurwechsel. Denn für alle nicht ideologisch Verbohrten, wer schon hier ist, egal aus welchem Grund er oder sie gekommen ist, hat jetzt die Chance, als Fachkraft, Frau Lindholz, in unserem Land tätig zu werden. Wir geben Menschen, die jahrzehntelang zum Abwarten und Nichtstun verdammt waren, endlich eine Perspektive, langfristig in Deutschland beschäftigt zu werden. Und das ist ein ganz entscheidender Beitrag zur Integration, um Bereiche gesellschaftliche Teilhabe zu erschließen, aber auch um die Menschen aus der staatlichen Abhängigkeit herauszulösen und die Kommunen und Ausländerbehörden zu entlasten, meine Damen und Herren. Und gerade weil bisher anderes gilt und die Vorteile so augenfällig sind, ist es wichtig zu betonen, wir machen die Selbstverständlichkeit zur Wirklichkeit und heben auch die Potenziale, die ohnehin schon in unserem Land vorhanden sind. Und das ist eine Win-Win-Situation für die Wirtschaft, die öffentliche Verwaltung und für unsere Gesellschaft, insbesondere für diejenigen, die hier dauerhaft arbeiten wollen, aber es bisher nicht durften. Aus dem Gesetz spricht die wichtige Erkenntnis, dass wir vor der Realität nicht die Augen verschließen, dass wir diese ideologische Blockade auflösen. Denn Deutschland ist ein Einwanderungsland schon sehr, sehr lange. Und deswegen ist es konsequent und richtig, dass wir politisch gestalten und ein modernes Einwanderungsrecht schaffen, um den Bedarf an Fachkräften endlich besser decken zu können. Ich möchte ganz herzlich, Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss, danken allen, die daran mitgewirkt haben, den Mitarbeitenden, den Berichterstatterinnen und Berichterstattern, den parlamentarischen Geschäftsführerinnen der Ampel, Nancy Faeser und Hubertus Heil, auch für die Buletten, und meinen ganz geschätzten Kollegen Wiese und Kuhle, ganz herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Danke Ihnen.